Das Kräutlein trägt ein rundes Blatt, wie keines ringsherum es hat. Mit zierlich eingekerbtem Rand ist für den Tau es angespannt, recht als ein Schälchen hingestellt, in welches Perl auf Perle fällt. So hebt es auf des Himmels Tau, der niedersinkt auf Flur und Au. Manch Elflein gegen Morgen kommt, das dürstet, dem zu trinken frommt, schöpft aus dem Schüsselchen und spricht: Ein besseres Labsal gibt es nicht. Hallo ihr Lieben und willkommen zum Buchstaben F. Heute geht es um den Frauenmantel. Eine Pflanze, um die sich viele Sagen und Legenden ragen, aber auch eine, die mit ihrer Heilwirkung wirklich viel verspricht. Der Frauenmantel spielte auch schon in der mittelalterlichen Medizin eine Rolle, aber auch bei den modernen Kräuterleuten ist diese Pflanze keineswegs wegzudenken. Auf Lateinisch heißt die Pflanze Alchemilla vulgaris. Und der Name Alchemilla heißt so viel wie kleine Alchemistin. Das geht tatsächlich auf die Alchemie zurück. Denn diese Pflanze bildet selbst eine Flüssigkeit aus, die so ganz silbrig schimmernd im Sonnenlicht, ja wie eine Art silberner Tautropfen, in dem Blatt ja noch lange da bleibt, wenn ringsherum der Tau schon längst verdunstet ist. Dieser Prozess heißt auch Gutation. Diese Pflanze bildet diese Flüssigkeit sozusagen selbst und die alten Alchemisten haben diese Tropfen aufgefangen und damit versucht, den Stein der Weisen und auch ja, Gold zu erzeugen. Aber auch die alten Druiden haben diese Tropfen, die der Frauenmantel ausbildet, schon gesammelt und für rituelle Reinigungen benutzt. Umgangssprachlich hat der Frauenmantel ganz viele Trivialnamen, die sich entweder auf seine Bedeutung, auf seine Kräfte beziehen, häufig aber auch auf diese speziellen Tropfen, die sich im Blatt so ansammeln. Und einige Namen gehen auch auf die Wuchsform der Blätter zurück, also auf das Aussehen, auf diese Mantelform. So heißt es unter anderem auch Gewittergras, weil der Frauenmantel auch die Bedeutung hatte, ja vor Blitzeinschlag und starken Gewittern schützen zu können, wenn er als ja, Kränze geflochten, dann zum Beispiel an das Haus gebunden wurde. Es heißt aber auch, dass dieser Tau, der sich im Frauenmantel bildet, ja einen bevorstehenden Regen ankündigen kann. Die Pflanze wird auch Himmelstau, Marienträne, Tränenschön oder auch Tauschüsseli genannt. Die Trivialnamen des Frauenmantel, die so in die Richtung Maria, Marienträne, Marienmantel gehen, sind deswegen auch interessant, weil als diese Namen gebildet wurden, dürfte noch nicht bekannt gewesen sein, dass der Frauenmantel tatsächlich zur Vermehrung keine Bestäubung braucht. Vielleicht gab es dieses Wissen aber auch durchaus schon, vielleicht stand es in einem der schlauen Bücher geschrieben, die dann ja leider mit verbrannt wurden. Im Volksmund und bei den Kräuterleuten hieß der Frauenmantel auch Allfrauenheil. Er wurde auch Mutterkraut genannt oder Frauentrost. Die Bezeichnung Mutterkraut könnte daher rühren, dass der Frauenmantel tatsächlich für viele Kinderkrankheiten eine gute Anwendung finden kann. Laut Wolf-Dieter Storr gehört der Frauenmantel aber auch zu den Mutterkräutern der Hexen. Als die Hexen noch als etwas Böses galten, wurde ihnen unterstellt, den Frauenmantel zu verwenden, ja, damit die Brüste größer werden mögen. Aber auch die Hexen, die christliche Kräuterfrauen waren, haben den Frauenmantel für sehr viele Frauenleiden benutzt und vor Zeiten der modernen Medizin ja damit auch viele Frauen und Kinder retten können. Kräuterfacher Künzel behauptet, dass viele OPs bei Frauenleiden völlig unnötig gewesen wären, wenn man rechtzeitig mit Frauenmanteltee eingegriffen hätte. Pfarrer Künzel empfiehlt den Frauenmantel aber auch bei Unterleibsentzündungen, auch bei äußerlichen Wunden, Stichen und Schnitten. Pfarrer Künzel sagt auch, dass jede Frau nach der Geburt diesen Tee wenigstens 10 Tage trinken sollte, dann hätten viele Kinder ihre Mütter noch und viele Väter wären nicht zu Witwen geworden. Heute weiß man, dass der Frauenmantel zusammenziehend wirkt. Da hört man oft auch den Begriff astringierend. Er wirkt aber auch beruhigend, entzündungshemmend und wundheilend. Er wirkt auch schmerzlindernd, sodass er auch bei Halsschmerzen oder Kopfschmerzen genutzt werden kann. Früher wurde er gegen Migräne eingesetzt. Der Frauenmantel wirkt aber auch blutbildend und blutreinigend. Maria Treben bezeichnet den Frauenmantel als Allheilmittel bei Frauenleiden. Er wurde in ihrer Zeit genutzt, um Fehlgeburten zu verhindern, aber auch um Menstruationsstörungen in den Griff zu kriegen. Ganz egal, ob das
zu viel ist oder gar nicht oder zu wenig oder zu unregelmäßig. Der Frauenmantel kann sehr gut helfen, ja, Menstruationsprobleme zu regulieren und zu beheben. Maria Treben empfiehlt ihn auch bei Wechseljahrsbeschwerden. Aber auch bei Wundfieber und eitrigen Wunden kann der Frauenmantel innerlich wie äußerlich angewandt werden. Selbst nach dem Zähneziehen kann es helfen, mit Frauenmanteltee zu gurgeln, damit die Wunden sich verschließen mögen. Und wenn man das regelmäßig über den Tag verteilt macht, sagt sie sogar, dass innerhalb eines Tages die Wunden nach dem Zähneziehen, ja, verschlossen sind. Maria Treben hat auch schwere Verletzungen bei der Geburt mit dem Frauenmantel behandelt. Also alle Verletzungen, die nach der Entbindung so aufgetreten sind. Aber selbst Leistenbrüche und Gebärmuttervorfälle wurden mit Frauenmanteltee erfolgreich behandelt. Auch in heutigen vielen pharmazeutischen und medizinischen Präparaten ist der Frauenmantel noch zu finden, auch in ganz vielen Teemischungen. Wir können uns den Frauenmantel aber auch ganz einfach selber sammeln, für unseren Teevorrat trocknen und dann vorbeugend, ja, oder auch wenn es Beschwerden gibt, ja, selber in unserer Hausapotheke einsetzen. Der Frauenmantel, der blüht ganz unscheinbar, so gelblich-grün, in etwa von Mai bis Juni, je nach Standort. Und am besten ist es, den in der Blütezeit zu sammeln, gleich die Blüten und die Blätter, also die ganze oberirdische Pflanze. Man kann den natürlich frisch für den Tee benutzen. Auch später, wenn er nicht mehr blüht, kann man die Blätter noch sammeln gehen. Und ansonsten bietet es sich an, ja, diese Blätter und Blüten dann zu trocknen. Und wenn sie richtig rascheltrocken sind, dann einfach, ja, in beispielsweise Schraubgläser abzufüllen und sich dann in die eigenen Teemischungen immer schön mit reinzupacken. Der Frauenmantel, auch so ein Pflänzchen, wo man hier noch listenweise Möglichkeiten zur Wirkung und Anwendung finden kann. Ich hoffe, für euch waren ein paar neue und interessante Informationen dabei. Und morgen geht's weiter mit dem G. Bis dahin, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und tschüss!